Leuchte Kristallding, wo bist du? Nicht hier. Also Zoran doch echt am nächsten. Oh, ein Herz, sehr schön. Aber ja, ich werde jetzt einfach eine Weile durch die Gegend tigern. Und Zeug einsammeln, das wir verkaufen können. Dafür kaufen wir uns grüne Essenzen. Wir können auch die Bank plündern. Das geht natürlich auch. Aber ja, bevor wir Neuron nochmal angehen, müssen wir viel mehr grüne Essenzen im Petto haben. Also genug für, keine Ahnung, 30 mal heilen oder so. Das wäre schon echt schick. Geronimo. Deswegen wäre es echt toll, wenn ihr so ein paar Edelsteine droppen könntet. Weil blaue Essenzen brauchen wir nicht so ganz. So, hier rein. Hier rein. Und endlich wieder heilen. So, zurück zur Bank. Und hier sinnloses Gerümpel mitnehmen und verkaufen. Plattenrüstung ist kein sinnloses Gerümpel. Giftige Stachel. Kleine leere Fiole. Fahren. Giftige Stacheln. Bad mal die leere. Fiole kann hier bleiben. Oh ne, das können wir alles verticken. Ja, die gelben Waffen. Brauchen wir nicht wirklich, aber ich mag solche Sachen. Die will ich nicht verkaufen. Gucken wir, wie viel wir jetzt so rumbekommen. Könnten die Diebe auch mal wieder ausrauben. Eure Innereien sind toll. So. Zoran, wir wollen verkaufen. Und zwar dich. Und 427 Pfeile. Stacheln, Schleim. Tentakel, die fast gar nichts bringen. Fahren will er nicht haben. Mittlere leere Fiole, nee, wollen wir behalten. Elfisches Ohr. 33 Münzen. Leeres Papier. Rolle des Arkanenschockes. Phasentür. Probenmeisterschaft. Das brauchen wir alles. Die goldene Box war eine Fehlinvestition. Arkanimmunität. Was ist mit den kleinen Fiolen? Die benutzen wir noch gar nicht mehr. 16 Münzen. Ist nicht wirklich viel. Haben wir übrigens einen Ring, das wir verkaufen könnten? Schwertern, Schwerter. Angriffsgeschwindigkeit mit Streitkolben plus 5%. Das ist nicht so viel. 33 Münzen, okay. Sonst irgendwas, wofür wir sehr viel haben? Rote Essenzen. Warte mal, verkaufen. Ich glaube, ich verkaufe die roten Essenzen echt. Die bekommen wir so häufig. Komm, gib ihm. So, und jetzt kaufen. Nicht bei ihm, sondern beim Koch. Hier, kaufen. Essenzen. Grün. Können 30 mal heilen. Also wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Kaputt. Kaputt. Weil genau 30 mal wollte ich mich ja heilen können. Schön. Jetzt zurück zum doofen Typen, der zaubern will. Jetzt zurück zum Tor da unten. Komm, stirb. Zum Tor da unten, abspeichern und wieder zu Neuron laufen. So. Ich hätte echt nicht Keulen skillen sollen. Jedenfalls nicht so doll. Obwohl, wirklich Punkte verschwendet haben wir noch gar nicht. Wir könnten mehr Punkte in grüne Magie setzen. Gibt es? Genau hier, Heilung. Plus 5% Schaden, also 5% mehr Heilung. Okay. So, dann haben wir jetzt noch 3 Punkte über, falls wir irgendwelche guten Tränke herstellen wollen. Oder einen Bogen finden. Damit kann ich leben. Gut. So. 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 Fitzelchen heilen, die gekauften Essenzen abspeichern. Und jetzt, endlich, nach dem, glaube ich, 7. Versuch oder so, dürften wir es endlich schaffen. Außer benutzt meinen Bankteleporter. Das fände ich richtig gemein.
Dann müssten wir alle Teleporter in der Bank wegschließen und von der Bank dann zu Fuß wieder hierher laufen. Mal gucken, wie ausgetüftelt der Programmierer war. Oder wie sadistisch. Oder beides. So. 30 mal Heilung. Das muss echt reichen. So, komm her. Und stirb. Wir wetten wieder auf rechts. Und verlieren. Nope. Hopp. Und First Blood. Also für uns. Er hat uns jetzt... Ah, falsche Seite. Warum bleibst du so schnell wieder stehen, doofes Ding? Hopp. Den werde ich auch nicht erwischen, ne? Nö. Dann heilen. Ja, doch, ein bisschen mehr scheint es zu bringen. Komm schon, hör auf zu zaubern. Wird langsam unfair. So, du gehst weiter nach links. Okay, damit kann ich arbeiten. Hopp. Bist zu langsam. Sehr schön. Noch eine Heilung. Weiter runter. Du Arschloch. Kommen wir näher an. Heilen. Sind schon runter auf 25. Und der hat gerade mal 15% oder so verloren. Oh, kann ich während des Rutschens hauen? Das probiere ich mal. Also ich halt einfach oben gedrückt und mache Leertaste. Ja, kann ich. Oh, verdammt. Das macht das Ganze so viel einfacher. Na gut, man lernt jedes Mal dazu. Das ist super easy. Heilung. Selbst da werde ich dich jetzt treffen können. Doofes Schwabbelding. Und Slash. Zip. Okay, da muss ich wieder runterfallen. Nein. Suizidversuche sind dazugekommen, aber die machen irgendwie nichts extra. Bleib stehen. Ja, muss ich von da. Und auch dran hängen bleiben. So. Aha. Hello. Und jetzt fängt er an mit Schweigen. Das heißt, wir können nur noch in den kurzen Ruhephasen zaubern. Mist. Komm schon, er ist fast auf 50%. Ok. So, Heilung. Das ging ja mal schnell. So, dranbleiben und schlagen. Wechsel nach links. Eine Heilung, zwei Heilungen. Wir sind runter auf 18. Was willst du denn auf der rechten Seite? Wir sind runter auf 18 Heilung, aber er ist schon auf 35%. So um den Dreh. Gleich fängt er bestimmt an mit dem Verkehr rumlaufen. Und er ist weg. Nein, was zur Hölle? Genau. Ah, jetzt ist Verkehr rum. Heilung. Verkehrt rumlaufen. Hopp. Hoch. Verkehrt rumdrücken. Stirb endlich. Und falsche Seite. Noch irgendwas Neues? Nein. Verwirrt. Mentaler Einfluss, mentales Wrack und Schweigen. Der Strahl wird auch nicht stärker. Das ist schon mal sehr gut. Und zack. 600er.
Die Rolle ist super. Oh, die Seite. Ich glaube, ich werde nur noch einmal mit der Rolle treffen können. Danach ist die verbraucht. Und runter. Heilung. Oh, vielleicht noch ein zweites Mal. Lauf, 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 lauf. Jo. Und ich kann auch zweimal zuhauen. Stirb, ekliges Ding. So. Nimm das. Und das war der vierte. Gott, bin ich gut. Das kann nicht sein. Es ist unmöglich, dass eine unwichtige Kreatur wie du schon nur vier der großen Wächter erschlagen hat. Wie du siehst, ist es aber möglich. Nun, nun, wenn du nichts dagegen hast, erweitere ich meine Kollektion von Schlüsseln und Geld. Geld klingt sehr gut. Katakomben. Ah genau, Katakomben waren die Grüfte. Aber erstmal zurück zur Bank. Und ich hätte gerne meinen Heiligenschein zurück. Danke. Dann würde ich gerne speichern. So, und wo waren die Katakomben-Grüfte? Grüfte da. Links nach unten, nach unten. Was kriege ich hin? Boah, war das ein Bosskampf. Aber ja, wenn ihr später bei dem seid, wenn ihr es dann selber spielt, einfach am Seil bleiben. Und man kann, während man auf dem Seil ist, mehrmals hintereinander schlagen. So habe ich ihn ja auch zweimal getroffen eben gerade. Und das vereinfacht das Ganze doch schon ungemein, würde ich sagen. Warum laufe ich nach rechts? Ich drücke jetzt keine Taste und laufe trotzdem nach rechts. Ich glaube, mein Keyboard spinnt gerade. So, einen nach unten noch. Wo geht's hier nach unten? Da hinten. Und jetzt gehe ich wieder nicht nach rechts. Sehr interessant. Okay, Leiter runter. Und dann müsste ich hier irgendwo... Genau, da unten ist ein Schlüsselloch. Oh. Ich brauche noch rote Sensen. Schön. Oh, Rubine sind auch toll. So. Es gab doch irgendwo so einen Gang, wo ganz viele von den Viechern hier waren. Aber ich denke mir, dass wir sie wirklich aktiv suchen müssen. Wir kriegen schon den Zug noch zusammen. Auch wenn das gerade unter Schleim war. So, auf in die Grüfte. Zera, hast du jemals gepunktet? Was zur Hölle? Ich gehe gerade in die Grüfte rein. Warum fragst du sowas? Habe ich... Was? Hast du geschraubt, hässliche gestemmt, das Tier mit den zwei Rücken gemacht? Ich verstehe nicht die Worte, die aus deinem Munde kommen. Warst du schon mal mit jemandem im Bett? Hattest du Sex? Unzucht getrieben. Ich? Niemals. Ich bin ein höheres Wesen. Ich bin frei von diesen abstoßenden, primitiven Instinkten. Also nicht. Natürlich nicht. Zu kopulieren ist etwas für Kreaturen aus Fleisch. Ja, nun, wo kommst du her? Die mächtige Magie meines großen Lords Hanakon hat mich erschaffen. Durch Magie? Ha! Ich habe schon verrückte Geschichten gehört vom Storch oder von Babys aus dem Internet runtergeladen werden, aber diese ist wirklich abgefahren. Bist du wirklich sicher, dass Papa Schatten keinen Samen Mama Schatten gepflanzt hat? Humbug. Ich weiß nicht, Zera. Ich kann nicht glauben, dass empfindende Wesen einfach so aus Luft gemacht werden. Und du erinnerst dich an alles, seit du erschaffen wurdest? Das ist richtig. Meine erste Erinnerung ist ein Raum mit arkanen Runen und ein Kreis von Nekromanten um mich herum. Cool. Sollten wir daran vorbeikommen, lass es mich wissen. Ich würde deinen Geburtsort gerne sehen. Warum? Unmöglich. Der Ort ist tabu. Selbst ich kann nicht dorthin. Herausforderung akzeptiert. Der ist bestimmt jetzt irgendwo in den Grüften, ne? Okay. Das ist komisch hier. Es gibt bestimmt eine Herausforderung auch für diesen Bereich. Bleibe so lange auf dem Friedhof, bis du 10.000 Skelette erschlagen hast oder so. Holen wir mal den Drachen raus. Zack, zack. Warum bringen die rote Essenz? Die sind doch untot. Na gut.
zack, zack, zack. Ja, komm schon. So. Ganz schön garstig hier und ich sollte warten, bis sie spawnen. Sonst werde ich ja von denen umringt. Und eine Heilung tut vielleicht auch mal ganz gut. Noch eine Heilung. So. Jetzt muss ich bald schon wieder grüne Essenzen kaufen gehen. Und ja, ich könnte mir eine Robe kaufen, wo die Essenzen weniger verbraucht werden, aber das finde ich eben schon albern. Das ist viel zu viel Micromanagement und Engine-Ausnutzung. So, stopp. Oh. Hallo, großer Skelettkopf. Brenn, brenn, brenn. Oh. Nicht gut. Ah. So. Garstiges Viehzeug. Ja, ich schieße mit einem Bogen auf einem Skelett. Unser Held hat nichts dazu gelernt seit der anfänglichen Spielrunde. Warum macht der Drache nichts? Hm. Bist du bald mal tot? Na also, wer sagt, dass das nicht geht? So, bist du jetzt instant Todrauch? Nö. Hm. Katakomben, Wags nicht erlaubt. Wags? Also, Waage. Okay. Oh, und das sieht kein bisschen aus wie die Mine. Und ein neues Gate, sehr schön. So, wo sind wir jetzt? Hier links. Okay. Zack, 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 zack. Gespeichert und erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge erkunden wir weiter die Katakomben-Grüfte. Also bis gleich.